wunderschönen guten Morgen da draußen. Weil es für mich nur morgens ist und ich nehme jetzt gerade auf. Für euch kann natürlich auch Abend sein. Aber egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schön, dass ihr da seid. Und wir sind hier auf Cattle and Crops. Ja, wir haben eine Mission abgeschlossen und neue bekommen. Wir schauen direkt mal rein, würde ich sagen, ne? Tiere verhungern. Ist verfügbar. Dann nehmen wir die auch direkt an, würde ich sagen. Denn die Tiere sind eigentlich komplett auf der Weide. Und es hat einfach eine Mission, dass wir füttern müssen täglich oder täglich eigentlich nicht. Fütterung. Zack. Vorteil ist natürlich jetzt auch, dass wir, was soll ich sagen, das Futter jetzt gestellt bekommen, ne? Dadurch, dass wir die Mission ja immer wieder nach vorne und hinten, ja eigentlich eher nach vorne springen als nach hinten, ist natürlich auch öfter, dass die Hunger haben, auch ohne, dass wir die Mission haben. Und der Futtermischwagen ist dann einmal gefüllt, dann geht das. So, jetzt fahren wir mal hin. Jetzt leckt das Spiel ganz gerade. War sonst immer nur bei Fotos, ne? Ich hoffe, dass die an den Performance noch was machen, dass es halt weniger der Rechenleistung braucht. Nein, gut. Entschuldigung. Das Ding hier auf. Es tickt. Ah, weiter geht's. Ich hatte gerade mein das Spiel minimiert. Weil irgendein Fenster aufgegangen ist. Kann man mal machen, ne? Ich habe den hinterm Haus hier. Sonst weiß ich hinter der Scheune. Aber ein Foto muss trotzdem mal nützt nichts. Nützt nichts.
Achso. Sind Stall, okay. Und woanders. Na, kommt mal jetzt. Die Bullen sind in der Stadt. Ich glaube, den hat die Mission gab es, glaube ich, schon. Wir gehen jetzt mal in F1 rein. Die Bullen sind in der Stadt. Diese Saison sollen wir neue Bullen in den Stall transportieren und alte, dicke Bullen zum Händler bringen. Okay. Immerhin. Also. Nehmen wir die auch an, ne? Okay. Ihre Hunger. Ein Tier hat nicht genug Futter erhalten. Das vielleicht draußen? Moment, machen die schon mal ab. Idee. Okay. Fahre zum Tierhändler. Dann lassen wir den mal fahren. Dann können wir frühstücken. Also Kaffee trinken. Er macht das schon ganz gut. Tierhändler, ich dachte zum Fahrzeughändler. Gegen einen Viertransporter brauchen wir doch, oder? Oder er steht schon da. Kann natürlich sein. Oder wir nehmen die alle hier vorne mit rein. Schön rechts, links, da ist Platz.
Das ist schon ein Stück, ne, zum Händler hier. Da steht er, ne? Nochmal das Eis. Laden. Start. So. Auf zum Hof. Da geht's. Geben wir uns ein Mehl. Ach, dem fällt jetzt hier wieder rechts.
wir auch schon gleich da. Fahre zum Hof. Fahre zur Weide, okay. Die Bullen. Und der westliche. Über der andere. So. Stand. Name. Ach, Gewicht. Lade 6. Laden. Los. Man macht alles auf. Ja, und wie wir die Bullen verkaufen, seht ihr in der nächsten Folge. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann lasst einen Daumen da, teilt gerne die Videos mit anderen auf den ganzen Social-Plattformen, um mich ein bisschen zu unterstützen. Würde mich freuen. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, in 2 Tagen wieder hier oder täglich im LS auf der Hof Bergmalen. Bis dahin, euer Steffen. Tschüss.